Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem ersten Teil meines Büchermonats Januar. Und ja, ich habe den erfolgreichen Monat diesmal gesplittet in zwei Videos. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, findet ihr unten in der Infobox, ob euch ein langes Video lieber ist oder zwei kürzere. Und ihr wart eigentlich so relativ unentschlossen. Es ist so fast 50-50 rausgegangen. Aber ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal aus, den Büchermonat zu teilen. Ist natürlich für mich im Schnitt auch ein bisschen einfacher und vielleicht auch für euch zum Anschauen, wenn ihr eben zwei kürzere Videos habt. So ein bisschen die Grunddaten sozusagen zum Lesemonat. Ich habe 17 Bücher gelesen. Und ja, das ist schon sehr überraschend. Wobei, man muss ehrlich sagen, ich habe auch drei Bücher davon abgebrochen. Ich hatte aber auch fünf Highlights. Insgesamt wirklich ein sehr gelungener Büchermonat mit einer durchschnittlichen Sternevergabe von 3,88. Und ich bin wirklich in ein gutes neues Lesejahr gestartet. Das muss ich definitiv sagen. Man merkt aber auch, dass der Rest der Welt so ein bisschen energieräubend raubend bei mir ist. Und ich mich sehr gerne in die Bücherwelt jetzt verzogen habe und auch kaum Serie- oder filmtechnisch irgendwie was angeguckt habe und mich hier wirklich abends wunderbarst aufs Lesen konzentriert habe. Ich habe 8 haptische Bücher gelesen, 2 E-Books und 7 Hörbücher gehört. Und auch da merkt man schon, gerade bei den Hörbüchern waren oft ein bisschen kürzere dabei, sodass ich da tatsächlich oft so 1,5 in der Woche geschafft habe. Und das fand ich richtig toll. Also sowohl die Quantität als auch die Qualität lässt mich im Januar sehr glücklich zurück. Und bitte vergleicht euch nicht in irgendeiner Art und Weise mit mir und sagt, wie konntest du so viel lesen oder was, nur 17 Bücher, warum denn nicht 20? Vergleich ist immer sehr schwierig in dieser Welt, weil wir müssten ja unsere Leben vergleichen und allerhand anderes und das wollen wir einfach nicht. Also deswegen genießt einfach die Bücher, die ich euch jetzt vorstelle. Ich packe natürlich alle Bücher unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und es werden jetzt heute 10 Bücher vorgestellt und in der nächsten Woche folgen dann die restlichen 7. Hat tatsächlich ein bisschen damit zu tun, dass ich die ersten 10 Bücher schon so ein bisschen in Clips verarbeitet hatte, weil ich einfach so immer mal zwischendrin einfach eine halbe Stunde genommen habe, um die Bücher schon abzudrehen. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen stressiger, was irgendwie drehen gewesen wäre und da hatte ich nicht so die Möglichkeit oder auch nicht so die Muse dazu. Deswegen werde ich das jetzt im Anschluss drehen und euch dann die 7 Bücher in der nächsten Woche vorstellen. Bei den 17 Büchern handelt es sich um 3940 Seiten und im Durchschnitt sind das so knapp 130 Seiten am Tag. Und das hört sich dann eigentlich gar nicht mehr so viel an für mein Empfinden. Gerade wenn ich so denke, okay, so 80 Seiten in einer Stunde hören, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, fand ich das tatsächlich gar nicht mehr so groß, wie sich diese 17 Bücher so auch für mich persönlich angehört haben. Gehört habe ich knapp 50 Stunden, was tatsächlich so meinem Empfinden nachkommt, so von der halben, dreiviertel Stunde morgens und untertage mal noch ein bisschen beim Aufräumen putzen und dann eben ja nicht in einfacher Geschwindigkeit, also so vom Gefühl fand ich das tatsächlich ganz gut. Besonders gefreut haben mich natürlich auch die 5 Highlights, wovon ich euch 2 jetzt in diesem Video dann auch vorstellen kann und 3 dann im nächsten. Versäumt es daher nicht, meinen Kanal zu abonnieren, sodass ihr nächste Woche dann auch den zweiten Teil des Büchermonats sehen könnt. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß mit den ersten 10 Büchern aus dem Januar und bin gespannt, was die damalige Steffi so ein bisschen zu den Büchern erzählt hat. Das erste Buch im neuen Jahr war tatsächlich ein Abbruchbuch und zwar Wolkenschloss von Kerstin Gier. Ich habe ca. 130 von 500 Seiten gelesen. Ich habe es aber überhaupt nicht als negatives Anzeichen für das neue und für das neue Lesejahr genommen, sondern bin froh, dass ich mich dazu entschlossen habe, es früher abzubrechen und nicht zu sagen, es ist Kerstin Gier, alle finden es toll, ich muss es auch gut finden, sondern ich einfach gesagt habe, nein, es spricht mich nicht an, ich möchte es nicht weiterlesen. Das Buch ist schon ein bisschen älter und ich mochte damals die Silberreihe super gerne. Ich fand auch die Edelsteinreihe damals zum Erscheinungszeitpunkt gut. Die letzte Reihe mit Vergissmeinnicht mochte ich so okay und war aber trotzdem gespannt auf Wolkenschluss, was dann bei mir, glaube ich, über ein Tauschpaket eingezogen ist. Wir sind hoch oben in den Schweizer Bergen und da liegt auch das Wolkenschloss, was
einst ein sehr nobles, schönes Hotel war, jetzt aber doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist und auch ein bisschen heruntergekommen ist. Zum Jahreswechsel wird es einen Silvesterball geben. Alle ja, Mitarbeiter sind schon dran an der Planung und Umsetzung, an der Dekoration und es sind Gäste aus aller Welt eingeladen. Und wir treffen auf Fanny. Sie ist 17 Jahre jung und hat, ja, wie all ihre Kollegen jetzt relativ viel zu tun, ist aber darüber ganz froh, dass sie hier arbeiten kann, ihr Praktikum machen kann und der ja etwas weihnachtlich exzessiven Familie so auch entkommt. Ja, sie ist Praktikantin, aktuell ja, agiert sie so ein bisschen als Kindermädchen, was mehr schlecht als recht läuft, was aber gar nicht so ihre Schuld ist. Ja, es passiert dann doch etwas Merkwürdiges im Hotel und wir treffen auch auf Tristan, der es scheinbar nicht immer für nötig hält, die Treppe zu nehmen, sondern lieber Wände hochkommt und ja, dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf und ja, für mich dann auch so langsam ein Ende. Ich fange mit den positiven Dingen an. Ich finde den Stil von Kerstin Gier für ein Jugendbuch wirklich gelungen. Ich finde, es passt sprachlich sehr gut, wie sich Jugendliche ausdrücken, wie ich wahrscheinlich vor ja, 20, 25 Jahren auch Bücher gelesen habe. Und ich glaube, dass Kerstin Gier hier definitiv schon den Jugendnerv trifft und hier auch wirklich ja, die Jugendlichen ihren Spaß haben. Allerdings muss ich sagen, dass ich zum einen den Anfang sehr langweilig fand. Es ist gefühlt auf den 130 Seiten nicht viel passiert. Es gibt keine Spannung. Es gibt wahnsinnig viele Erzählungen. Also das ganze Buch bis zur Seite 130 bestand daraus, dass man mir was erklären wollte, ohne dass man mir es zeigt oder ich es miterlebe. Nein, mir wurde es erzählt. Und ich frage mich, ob man ja nicht einfach diese Erklärungen auch in die Geschichte hätte einbringen können. Zudem fand ich die Charaktere wahnsinnig stereotypisch und klischeebesessen. Es geht schon los über das Frauen-Mädchen-Bild, wenn man eben gerne liest zum Beispiel, dass man dann anstrengend wäre und nervig wäre und dann kann man ja auch kein Model werden und ja, Bücherfreundinnen sind alle immer zickig und würde ich als Büchernerd total widersprechen, denn ich glaube, ich bin seltenst eine Zicke, ich bin seltenst nervig und ich glaube auch nicht, dass ich anstrengend bin, außer man möchte mit mir über ein Buch diskutieren, das ich irgendwie anderer Meinung gut oder schlecht fand. Aber das fand ich ganz anstrengend. Das fand ich nervig. Ich fand das ein schlechtes Zeichen, auch an die Jugend. Und ich mag keine stereotypischen Charaktere mehr. Das, ja. Man könnte hier noch sagen, okay, das Buch ist ein bisschen älter. Vor 5, 6 Jahren, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist, fand man das vielleicht noch okay. Aber ja, 17, von daher ja, aber für mich einfach nicht. Und ich fand auch, dass Fanny mit ihren 17 Jahren viel, viel, viel zu naiv und dumm dargestellt wirkte. Es wirkte immer wieder, als wenn sie auf den ja, Ritter auf dem weißen Pferd warten muss. Und ich fand das ganz schlimm. Das Mädchen in Nöten. Und ich dachte mir, du bist doch eigentlich so eine clevere, coole, aufgeweckte junge Frau. Und ja, also ich fand dich ganz anstrengend, fand dich nervig. Und dann habe ich beschlossen, nein, du quälst dich nicht, du liest nicht weiter, auch wenn es ab Seite 200 vielleicht besser wird, brech es ab. Und das war ein zwar nicht so schöner Start ins Jahr, aber gleichzeitig doch ein guter Start, weil ich mich dazu einfach habe durchringen können, bevor ich nur so ein Okay-Buch gelesen hätte. Weiter geht's dann mit dem ersten Hörbuch in diesem Jahr und zwar Spellbound, Mord, Magie und fauler Zauber von Annabelle Chase. Es gab bei BookBeat ein Angebot für den Monat für, ich glaube, 10 Cent. Da habe ich zugegriffen, mir 2 Bücher sozusagen zum Anhören auf die Liste gepackt und beide dann auch gehört. Und es war eine Empfehlung von einer Freundin und dann habe ich es auch auf Instagram bei 2, 3 Leuten gesehen, fand ich total cool und dachte, ja, da greife ich zu. Der Untertitel des ersten Bandes ist Tod eines aufrechten Vampirs. Es gibt aktuell 5 Teile und der 6. Teil wird dann auch im März erscheinen und im Englischen habe ich sogar 8 Bände gefunden. Gesprochen wurde das Hörbuch von Corinna Dorenkamp, die durchaus einen sehr guten Job gemacht hat und ich sagen kann, ja, ihr habe ich gerne ein paar Stündchen gelauscht. Wir treffen auf die Anwältin Emma Hart, die zufällig auf einen Engel trifft, was nicht schon merkwürdig genug ist. Nein, der Engel möchte Selbstmord begehen und sie rettet ihn davon. Und allerdings merkt sie dann, als sie ihm geholfen hat, dass sie aus dieser Stadt, aus Spellbound, nicht mehr herauskommt, dass sie da irgendwie festhängt, denn über dieser Stadt herrscht ein Fluch, dass ja, magische Wesen sozusagen diese nicht verlassen dürfen. Und ja, sie weiß aber gar nicht, dass sie ein magisches Wesen ist und erfährt da dann das erste Mal, dass sie eine Hexe ist und jetzt erstmal dort bleiben muss und dass sie da jetzt am besten als Anwältin arbeitet und gleichzeitig auch ein bisschen auf die Hexenschule geht. Und ja,
so wird sie erstmal Pflichtverteidigerin, denn der Mord ihres Vorgängers muss aufgelöst werden. Und auch der Hexenunterricht kommt da nicht zu kurz. Und dann trifft sie natürlich auf einen heißen Vampir. Es war eine sehr gemütliche Urban-Fantasy-Grimmi-Geschichte, die mir tatsächlich ganz viel Freude gemacht hat, die mich gut unterhalten hat, die uns an einen wirklich verfluchten Ort mit ganz vielen magischen Wesen bringt. Ich fand den Stil tatsächlich ganz gut von der Autorin. Ich fand es sprachlich an mancher Stelle schon sehr einfach. Man konnte ihr natürlich gut folgen, gerade als Hörbuch. Man konnte sich schnell in diese Welt einfinden, was natürlich bei Urban-Fantasy auch immer so ein bisschen der Vorteil ist, dass man von der bekannten Welt in die neue Welt kommt. Ich fand es wirklich gut gelöst, dass wir eine Ich-Perspektive haben. Das heißt, dass wir ganz nah an Emma dran sind, dass wir ihre Gedanken mitbekommen, dass wir alles wissen, was sie auch weiß, dass wir da einfach auch in der Gefühlswelt mit dabei sind. Und das fand ich eine richtig gute Entscheidung, hier die Ich-Perspektive zu nehmen. Bisschen weniger gut fand ich die Dialoge, die wirkten manchmal wie abgelesen und ja, jetzt ist das natürlich hier im Buch, keine Frage, da hat keiner einen echten Dialog geführt, aber ich weiß es sehr zu schätzen, wenn Dialoge sich lebendig und echt anfühlen und das hatte ich hier leider überhaupt nicht. Es wirkte sehr unnatürlich, es wirkte ja einfach so ein bisschen, wieso müsste das Gespräch stattfinden? Ich hatte einfach den Eindruck, so redet eigentlich keiner und was ich auch ein bisschen wirr fand, waren die Erzählstränge, wie man manchmal wo aufhört in der Erzählung, wo man dann wieder anfängt. Vielleicht lag es auch am Hören, aber das fand ich tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig zu folgen. Emma als Charakter mochte ich ganz gerne, auch wenn ich ein bisschen fand, dass sie sehr schnell die neue Welt angenommen hat. Also wenn ich einfach irgendwo hinginge, würde dort festsitzen und dann sagt mir jemand, ich bin eine Hexe. Ich weiß nicht, ob ich da innerhalb von einem Tag damit mich schon abgefunden hätte. Also das war hier schon sehr schnell und sie hat auch gleich alles immer geglaubt und hat alles für bare Münze genommen. Das fand ich ein bisschen unrealistisch. Und ja, jetzt bin ich nicht der klassische Krimi-Leser. Man muss auch sagen, dass der Krimi-Fall ein bisschen später so ein bisschen auch beginnt. Ich fand ihn aber überhaupt nicht spannend und dachte, naja, da hätte ich mir gern schon ein bisschen mehr dann gewünscht, wenn ich hier schon so bei Cozy Krimi unterwegs bin. Deswegen konnte mich die Geschichte nicht so ganz begeistern. Der Fall wirkte tatsächlich auch relativ konstruiert und auch ein bisschen leicht gestrickt und das hat einfach so die Spannung genommen. Es war eine ganz süße Geschichte, so für nebenbei auch richtig schön zu hören, aber ich glaube nicht, dass ich die Reihe weiterverfolge. Dazu war es mir einfach zu wenig spannend und ja auch zu wenig Innovatives, auch wenn ich diesen Gemütlichkeitsfaktor und dieses Urban Fantasy, was so ein bisschen ja langsam und ja war ganz schön, aber ja hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich da unbedingt einen weiteren Teil hören oder lesen müsste. Ein Buch, was ich im Januar unbedingt lesen wollte und auch gelesen habe, ist dann Auf vier Pfoten zur Erleuchtung von Gary Heath. Ist ein britischer Autor, der sich mit den Themen Achtsamkeit, Meditation und Buddhismus beschäftigt. Und das ist ein Bestseller aus Großbritannien. Es gibt auch mittlerweile einen zweiten Band auf Englischen. Das geht dann auch irgendwie so ein bisschen um eine Katze. Nein, es gibt, glaube ich, zwei weitere Bücher und hat auch immer eine Katze irgendwie noch das Thema. Und ich hatte anfangs so ein bisschen den Eindruck, dass Gary Heath einen auf David Michie macht, die Katze des Dalai Lama so als Inspiration genommen hat. Und das Gefühl hat sich durchgängig auch so ein bisschen, sag ich mal, bewahrheitet. Wir treffen hier auf den kleinen Springer Spaniel. Und ja, diese Hunderasse habe ich auch erstmal gegoogelt. Und auf seine Halbschwester, die ihren Dad, also ihren Menschen-Dad, immer wieder beobachten, dass er sich in einen Raum einschließt, dort zur Ruhe kommt und meditieren geht. Und ja, er ist sehr neugierig, zusammen mit seiner Halbschwester, wo er uns auch alle Familienverhältnisse dann erzählt, erkundet er jetzt dieses Meditieren und was in diesem Zimmer passiert. Und so erfahren wir sehr viel zum Thema Buddhismus, Achtsamkeit, Meditation. Gleichzeitig erfahren wir aber dank ihm und seinem neugierigen Blick auf die Welt auch ein bisschen was über ihn. Das heißt, wir erfahren auch sehr viel über die Rasse, über den Charakter, was es ausmacht. Auch gerade so in Bezug auf diese Jagdhundrasse, das fand ich tatsächlich sehr spannend und fand tatsächlich auch, dass man da ein bisschen was noch mit lernen konnte. Und ja, so lernt man dann natürlich auch die Menschen kennen und aus welchen Gründen sich vielleicht die Menschen auch gerade für diese Hunderasse entschieden haben. Er ist sehr neugierig, geht auch immer mal wieder an den Bücherschrank und liest sich
da ein bisschen ein und gibt uns dann natürlich auch ein paar Informationen zu den verschiedenen Meditationen. Und wir haben hier wirklich ganz viel Achtsamkeit, sehr viel Buddhismus, Meditationspraktiken und es wird alles tatsächlich so ein bisschen aus anderen Augen betrachtet. Das fand ich sehr schön. Und es ist dann auch das Thema Reinkarnation mit dabei, die natürlich auch im Buddhismus eine große Rolle spielt. Und was in Bezug auf Tiere, finde ich tatsächlich ein sehr guter Punkt ist, weil man natürlich sagt, im Buddhismus heißt es ja, dass jedes Tier, jedes Lebewesen auch in einem früheren Leben deine Mutter, Vater, Schwester, Bruder sein könnte. Und das finde ich in Anbetracht, ja, dass eben auch mein Hund vielleicht in dem früheren Leben mein Bruder war. Ein bisschen absurd, gebe ich zu. Aber ich finde diese Idee tatsächlich ganz schön und dass man die Welt hier einfach sehr respektvoll dann auch mit den Augen betrachtet. Ich fand, es war eine sehr achtsame und meditative Reise und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, was wir hier über den Buddhismus gelernt haben, eben auch durch die Augen von einem Hund. Man könnte natürlich sagen, auch so ein bisschen durch die Augen eines Kindes, welche ich sehr besonders gelungen fand. Und ich fand es für Anfänger perfekt. Also für alle, die sich damit mal beschäftigen möchten, das auf spielerische Weise, Romanform, Art machen möchten. Ich glaube, dass die hiermit wirklich ganz, ganz viel Spaß haben. Für jemanden wie mich, der schon sehr im Meditationsgame sozusagen drin ist, der Yoga praktiziert, der sich mit dem Buddhismus beschäftigt hat, war natürlich nichts Neues, Innovatives hier drin. Es sind natürlich dann so Impulse, Denkanstöße, die ich besonders schön fand, aber für Anfänger würde ich dieses Buch absolut empfehlen. Ich fand es schön, die Sicht von Hunden auf Menschen zu haben. Ich finde, das hat Gary Heath sehr gut eingefangen und hat auch es nicht zu unrealistisch wirken lassen. Ich fand auch toll, wie so die ersten Eindrücke der Meditation für die Hunde war und wie eben Meditation sich auf Mensch und Tier auswirkt. Ich erlebe das bei meinen eigenen Tieren, die, wenn ich meditiere, die durchaus da auch ganz neugierig sind, dazukommen und dann vielleicht tatsächlich die Energieströme so ein bisschen in einen Flow gehen. Das finde ich tatsächlich sehr schön und das war hier auch wunderbar beschrieben und fand ich richtig gut. Die Impulse, die wir hier drin haben, fand ich tatsächlich auch für mich als Fortgeschrittene ganz gut. Wie gesagt, nichts Neues. Als Anfänger nimmt man hier definitiv mehr mit und ich fand es einfach sehr unterhaltsam. Also es hat mir einfach Spaß gemacht, verschiedenste Arten der Meditation hier wieder mal präsentiert zu bekommen. Man macht ja doch sehr häufig immer das Gleiche. Ich fand es sehr interessant, wie wir auch so eine Leichtigkeit eingenommen haben. Es kommt für mich nicht an die Katze des Dalai Lama ran, aber es ist schon in der Tendenz sehr ähnlich. Also ich glaube, wer das mochte und dann auch Hunde toll findet, ich glaube, der hat mit Gary Heath definitiv eine schöne Geschichte in der Hand, die einfach Spaß macht, weil der Blick von einem Hund schon nochmal anders ist als von einer Katze. Ja, wir haben hier zum Beispiel ein Zitat, Achtsamkeit ist eine lebenslange Reise auf dem Pfad, der letztlich nirgendwo hinführt, außer zu dir selbst. Das hat John Kabat-Zinn gesagt. Finde ich tatsächlich ein sehr schönes Zitat, was ich richtig gut fand. Dann ging es um Güte und Freundschaft. Ich finde, Hunde sind ganz wunderbare Geschöpfe, weil sie uns mit bedingungsloser Liebe begegnen. Deshalb sind sie mir Vorbilder an Lebendigkeit. Das hat Gilda Radner gesagt. Das fand ich auch richtig schön, weil es stimmt, Hunde, Tiere sind an Lebendigkeit und Freude kaum zu übertreffen. Und dann ging es noch um die Transformation des Mitgefühls. Das ist meine schlichte Religion. Es braucht keine Tempel, braucht keine komplizierten Philosophie. Das eigene Hirn, das eigene Herz ist unser Tempel, unsere Philosophie, die Güte vom Dalai Lama. Richtig, richtig schön. Und ja, die Zitate werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und wie gesagt, für Anfänger oder Tierfreunde ist dieses Buch absolute Empfehlung. Geht es dann mit etwas Winterweihnachtlichen. Das darf durfte im Januar in meiner Urlaubswoche auch nicht fehlen. Und zwar Winterküsse im Leuchtturm von Karin Königke habe ich als Rezensionsexemplar, als Hörbuch zur Verfügung gestellt bekommen und stand auch noch auf meiner To-Read-Liste für den Weihnachts-Winter-Zeitraum. Es ist bereits ein zweiter Teil angekündigt am Leuchtturm für März. Da wird es dann um eine Katze gehen, während es ja hier um ein Kaninchen geht, wie man am Titel unschwer erkennen kann. Sprecherin war Martha Kindermann, die hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Ich habe ihr sehr gerne gelauscht. Und ich freue mich definitiv, und so viel verrate ich schon, auch auf den zweiten Teil, der
unabhängig vom ersten Teil sein wird, so wie ich den Klappentext dann gelesen habe. Ja, wir treffen auf Mona, die in einem Kaufhaus arbeitet, eigentlich für die Technik dort zuständig, ist jetzt aber in der Vorweihnachtszeit als Rauscheengel ja hier im Weihnachtskostüm umherlaufen muss, ziemlich angenervt ist von den Kunden, von ihrem Chef und überhaupt auch von Weihnachten. Und ja, ihr Chef kommt dann auf sie zu und sagt, Mensch, sie hat noch so viel Urlaub, den muss sie jetzt mal nehmen. Und sie hat ja eh keine Lust auf Weihnachten, sie soll jetzt einfach in den Urlaub gehen. Und sie löst dann einen Gutschein im Reisebüro ein und möchte weg von Weihnachten, weg von Schnee eigentlich und lässt sich da in einem Leuchtturm unterbringen an einem stürmischen Samstag, ja, an dem sie alles irgendwie vergessen hat, wo sie noch vergessen hat, Wäsche zu waschen und ja, die Wäsche abzunehmen und überhaupt sich vorzubereiten, den Wecker zu stellen. Ja, fährt sie zu diesem Leuchtturm und dort angekommen stellt sie aber fest, huch, ich bin gar nicht alleine. Nein, dort wartet ein Mann auf sie und es stellt sich heraus, dass vor lauter Spontanität und dem Sturm, der an dem Vortag und an dem jetzigen Tag herrscht, dass es da Probleme bei der Buchung gab und beide sozusagen sich für diesen Leuchtturm eingebucht haben und sie wollen jetzt erstmal irgendwie so das Beste draus machen, weil sie eh nicht weg können, weil es eben draußen stürmt. Und Kai ist aber genau das Gegenteil von Mona, denn er liebt Weihnachten und möchte das in diesem Jahr total ausleben und genießen, während Mona eigentlich nur Horrorfilme und Actionfilme sehen möchte und sich mit Chips auf der Couch gemütlich machen wollten. Beide finden dann aber doch ein bisschen einen Kompromiss. Sie finden dann auch noch ein Kaninchen, das ihnen mehr oder weniger zuläuft und beide sagen, wir müssen uns drum kümmern und dann ja, haben wir auch so ein bisschen eine Freundschaft und ein bisschen mehr, was hier entsteht. Und auch wenn natürlich das Chaos vorprogrammiert ist und beide auch ihre Päckchen zu tragen haben, ja, nimmt die Geschichte dann sozusagen ihren Lauf. Es ist eine Weihnachtsgeschichte, die man, wie ich, auch durchaus nach Weihnachten lesen konnte, mit viel Kitsch, was ich richtig gut fand, was für mich die perfekte Menge an Kitsch hatte. Es war wunderbar romantisch, es gab ein süßes Kaninchen, ich mochte den lockeren Stil und ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß mit dieser Geschichte. Der Stil war wirklich sehr modern, sehr authentisch. Ich fand die Dialoge richtig toll und da hat man auch nochmal so den Unterschied gemerkt. Ich mochte diese Brise Gefühl, die so im Raum lag, dieses Knistern, das hat mir richtig gut gefallen. Auch der Kitsch war perfekt für die Weihnachtszeit, weil auch ich in der Weihnachtszeit sehr kitschig unterwegs bin und gefühlig und das fand ich jetzt auch im Januar auf jeden Fall noch wunderbar lesbar. Ich mochte es, wie der Leuchtturm gezeigt wurde, wie wir das Innenleben erlebt haben, aber auch wenn wir in das Städtchen rausgegangen sind, zum Einkaufen sind, die Nachbarn vorbeikamen, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich mochte die Wendung von Mona, dass sie erst so grinchig unterwegs ist und dann aber doch so ein bisschen Freude an der Weihnachtszeit hat und das fand ich richtig gelungen. Mona, ja, was soll ich sagen? Mona, mit der hatte ich so meine Probleme. Sie ist eigentlich eine ganz nette, die einfach ein bisschen überfordert ist, die keinen Bock irgendwie auf diesen Chef und den Job hatte, aber ich hasse es, wenn jemand aus einer Mücke einen Elefanten macht, die nicht nachfragt, die Dinge einfach hinnimmt, die Dinge eigentlich in Frage stellt in ihrem Kopf, dadurch sich Probleme in ihrem Kopf entwickeln, die aber eigentlich nie da waren, weil sie es nie angesprochen hat, beziehungsweise Dinge hineininterpretiert. Und ich mag solche Menschen schon in meinem privaten Umfeld nicht und ich finde es auch ganz anstrengend, die immer wieder in Büchern zu lesen. Warum können Menschen nicht in die Kommunikation kommen? Das finde ich wirklich anstrengend, besonders bei den Romance-Büchern, wo ich denke, eigentlich ist das überhaupt keine Probleme, die hier aufkommen, sondern würde einfach mal jemand reden und den Mund aufmachen und was sagen. Und damit meine ich noch nicht mal, dass man in ein Konfliktgespräch geht, wäre das Problem einfach gar nicht da. Und zudem fand ich, dass sie gerade zum Ende hin wahnsinnig überreagiert hat, wo ich wirklich dachte, ich verstehe gerade überhaupt nicht ihr Problem. Und sie da, also ja, fand ich sehr anstrengend und ich bin kein so großer Fan von solchen Protagonistinnen. Und von daher bin ich froh, dass der zweite Teil nicht um dieses Pärchen geht, sondern es dann ein neues Paar geben wird. Allerdings muss ich sagen, war Kai wirklich mein, neben dem Kaninchen, mein persönliches Highlight, weil das ein ganz toller männlicher Charakter war, der wirklich sehr viel Stärke hatte, sehr viel Ehrlichkeit, Offenheit, der Dinge bei Namen genannt hat und der ihr so wahnsinnig entgegengekommen ist, so sympathisch war, empathisch war, einfühlsam war, dass sie ihn eigentlich gar nicht verdient hat. Aber ihn fand ich wirklich toll und auch wie er sie in Planungen mit einbezogen hat und das fand ich richtig, richtig toll. Die Nebencharaktere haben mir auch richtigen Spaß gemacht, da hatte ich wirklich Freude, gerade so ein bisschen das schrullige Paar, das fand ich richtig toll. Was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass
dass es einen Grund gibt, weswegen Mona Weihnachten nicht gut findet. Und für mich hätte es diese Art Grund nicht gebraucht. Ich möchte gar nicht spoilern. Ich finde es absolut legitim, wenn jemand einfach mal so sagt, ich habe in diesem Jahr keine Lust auf Weihnachten und dann eben auch einfach keine Lust auf Weihnachten hat. Für mich muss es keine Gründe von Kindheit, Jugend, der Ex-Partner, was auch immer haben. Und ich fand es schade, dass die Autorin es dann so gelöst hat und nicht einfach Mona gesagt hat, so, dieses Jahr habe ich keine Lust und ich will meine Ruhe und damit ist gut. Ich finde es schlimm, dass man immer denkt, man müsste irgendwas Psychologisches damit hineinbringen und das hätte ich nicht gebraucht. Allerdings konnte mich dann kein mit seiner Liebe zu Weihnachten wieder überzeugen und ja, es war gut ausgeglichen. Also es war wirklich ein ganz tolles, süßes Nach-Weihnachts-Geschichte, wenn man so möchte und ich würde sie auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, der sich im Leuchtturm und der Katze dreht und dann gucken wir mal, wie dann diese Geschichte um den Leuchtturm weitergeht. Das nächste Buch war dann ein ganz dünnes Büchlein mit 70 Seiten. Ist auch ein Buch, was es jetzt nicht im Handel erhältlich gibt. Das ist Porthlins 11 und die retten Weihnachten. So rum ist es. Von Kara Lindon. Ja, von Kara Lindon habe ich die letzten Monate die Cornwell-Reihe gelesen. Sehr, sehr, sehr geliebt. Und ich habe von der Autorin dieses schicke kleine Büchlein, ja, unterschrieben, ja, mit Stempel, das wievielste Exemplar es ist, unsigniert zur Verfügung gestellt bekommen. Eigentlich kann man das Buch als E-Book über ihren Newsletter erhalten. Also wer in dieser Cornwell-Reihe unterwegs ist und noch etwas zu den 11 Tieren dort erfahren möchte und eine Weihnachtsgeschichte lesen möchte, ist hier absolut richtig. Und soweit ich weiß, kann man sich zu dem Newsletter ja jederzeit anmelden. Ich packe den Link auf jeden Fall mal in die Infobox. Ja, wir treffen auf Sammy. Das ist der Kater, den wir im letzten Teil in der Buchhandlung kennengelernt haben. Und es gibt ein Problem mit dem Weihnachtsmann und jetzt muss sich Sammy zusammen mit allerhand Tieren, sei es andere Katzen, Hunde, den Mini-Pferden oder auch einem Schaf, ja so ein bisschen auf den Weg machen, um Weihnachten für die Menschen noch zu retten. Sonst fällt Weihnachten für die lieben Menschen in Porthlin ins Wasser und das wollen die Tiere, die ja alle mehr oder weniger irgendwie gerettet wurden, natürlich nicht. Es war eine süße kleine Zusatzgeschichte, die ich an einem Nachmittag gelesen habe. Wir waren nochmal in Porthlin, wir haben die Tiere nochmal so ein bisschen näher kennengelernt, auch die Geschichte durch die Augen und die Sprache der Tiere sozusagen erlebt. Und es ist einfach den Tieren in Porthlin gewidmet und ich fand das so schön. Ich fand es toll, was es so mit dem Weihnachtsmann auf sich hatte und dass sie eben ihren Menschen was zurückgeben wollten mit, wir wollen hier im Grunde Weihnachten retten und feiern. Und ich fand das so, so, so süß. Es war leider einfach viel zu kurz. Ich finde, die Geschichte hätte durchaus auch noch ein paar Seiten vertragen, aber ich fand es richtig schön gemacht. Ich fand es toll, nochmal im Porthlin zu sein, die Tiere und auch die Menschen nochmal zu treffen und es ist, finde ich, ein schöner Abschluss einer Reihe und ich bin super happy, dass ich dieses Buch sozusagen als ja, Buch als Merker für mein Bücherregal, für mein Highlight-Regal jetzt auch reinstellen kann und ich fand die wirklich süß. Also ich finde, zu 70 Seiten kann man jetzt nicht so viel erzählen, vor allem wenn ihr vielleicht auch die Cornwell-Reihe gar nicht kennt, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, dass ich dieses Buch jetzt auch gelesen habe und sehr happy bin und man sieht hier ja natürlich auch alle 11 tierischen Einwohner von Porthlin und es war einfach süß und schön und einfach nochmal was fürs Herz und hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dann kommen wir zum sechsten und jetzt erstmal letzten Buch und zwar Ein Elefant in meiner Küche von Françoise Morby Anthony. Insofern man sie so ausspricht, ich spreche leider kein Französisch. Ja, sie ist die Frau des Elefantenflüsterers, dessen Buch ich, der auch der Elefantenflüsterer heißt, vor einigen Jahren gelesen habe und dieses Buch lag jetzt tatsächlich schon seit 2021 auf meinem Sub. Ja, Lawrence Anthony ist bekannt für seinen Umweltschutz und ist auch schon preisgekrönt und gerade für seine Arbeit ja, mit Elefantenherden ist er wirklich bekannt geworden. Ich habe von ihm noch ein Buch hier hinten stehen, da geht es um Nashörner und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Ja, ich war sehr neugierig, was die Geschichte um die Elefantenherde noch so ein bisschen zu erzählen hat und was uns eben auch seine Frau erzählt, nachdem er verstorben ist. Das Buch wurde zusammen mit Katja Willemsen geschrieben, also die ja, Autorin hat sich sozusagen Unterstützung geholt. Ja, wir treffen hier eben auf die Frau des Elefantenflüsterers, die nach dem Tod und sehr überraschenden Tod ihres Mannes vor großen Herausforderungen ansteht, gerade was auch das Naturschutzreservat
Reservat Tula Tula in Südafrika betrifft. Wilderer werden immer dreister und nutzen hier auch die Abwesenheit ihres Mannes, um ja einfach auch Wege zu gehen, die sonst eher tabu waren. Gleichzeitig wird das Geld immer knapper und ja, sie muss relativ schnell handeln und auch die Trauer hinter sich lassen, um da alles zusammenzuhalten und im Sinne ihres Mannes ja auch zu handeln und eben auch das Reservat weiterzuführen. Die Elefantenherde ist ihr dabei eine große Stütze und zeigt ihr in ganz wunderbarer Art und Weise, wie schön es ist, Liebe und Zusammenhalt zu erfahren. Es ist eine Lebensgeschichte, finde ich immer schwierig, so etwas zu bewerten, die mich aber tatsächlich sehr intensiv unterhalten hat und die Geschichte auch der Elefanten wunderbar weitererzählt und definitiv meine Sehnsucht nach Afrika ein bisschen wieder angefacht hat. Der Erzählstil war hier auch von Françoise sehr angenehm. Ich glaube, dass hier die Unterstützung wahrscheinlich einer echten Autorin weitergeholfen hat. Ich weiß gar nicht, wer ist Katja Willemsen? Das könnte man ja vielleicht mal ganz kurz in den Blick reinpacken. Hier sind auch einiges an Bilder. Ja, ich glaube, hier steht weiter gar nichts zu Katja Willemsen, aber das ist auch gar nicht weiter schlimm. Finde ich auf jeden Fall gut, dass sie sich das nicht selbst vielleicht irgendwo zugetraut hat. Hier haben wir auch mal ein paar Bilder, fand ich auch richtig schön zu sehen. Also der Stil war toll, das Tempo war gut und ich fand auch die bildhafte Sprache richtig gelungen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass ja wahrscheinlich so das erste Drittel des Buches sehr viele Wiederholungen waren, die man eben aus den Elefantenflüsterer kennt. Also wenn man das gelesen hat, kennt man das alles schon, man weiß, wie ihr Mann zu der Herde kam, was es da für Probleme gab, was Herausforderungen waren und so weiter. Und ich fand es schade, dass ein Drittel des Buches, also dieses Buches, dann Wiederholungen sind. Natürlich finde ich Wiederholungen gut und ich finde das, gerade weil auch mein Lesen daher einfach schon ein paar Jahre zurückliegt, fand ich nicht schlecht. Aber so wirklich fast 100 Seiten von einem 300 Seiten starken Buch, ja, oder 330 Seiten, fand ich ein bisschen viel. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an diesem Buch. Ich fühle in diesem Buch aber ganz viel Afrika, ganz viel Natur. Ich liebe es, in diese Afrika-Sehnsucht zu kommen. Auch wenn ich noch nicht so tief in Südafrika war. Wobei, ich war auch im Oktober erst in Ägypten, aber es ist natürlich genau die andere Ecke. Aber ich liebe diese Natureinflüsse, die man eben auch einfach hier spürt. Emotionen, fand ich, wurden richtig gut rübergebracht. Auch die Trauer und die Bewältigung dieser, die war wirklich spürbar, die war anwesend. Und es war auch schön zu sehen, wie sie sich entwickelt hat und mit dieser Trauer dann eben auch umgegangen ist, wie sie zuversichtlich wurde und sich eben auch diesen Herausforderungen gestellt hat und daran gewachsen ist. Ganz großes Thema ist natürlich der Tier- und auch Umweltschutz und es ist auch einfach wichtig, dass darüber gesprochen wird. Ich finde es schön, dass sowohl ihr Mann als auch sie nie den erhobenen Zeigefinger gehoben haben und dass uns hier einfach gezeigt wird, wie man eben im Einklang mit der Natur auch leben kann. Ganz spannend ist natürlich zu lesen, wie man so mit Wilderern umgeht in Südafrika, wie man auch mit Menschen umgeht, die einfach den Elefanten kritisch gegenüberstehen, was durchaus auch mal nachvollziehbar ist. Wenn ich Bauer bin und die Elefanten laufen ständig durch mein Feld, dann habe ich natürlich ein Problem damit. Ich fand es wahnsinnig motivierend und auch bemerkenswert, wie sie sich dagegen gestellt hat. Also wie sie immer wieder die Kraft gefunden hat und immer wieder sich dafür eingesetzt hat. Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Also es war wirklich sehr motivierend, bestärkend und man merkt einfach, es gibt viele Leute, die für die Tiere und die Umwelt brennen, im positiven Sinne, also leidenschaftlich brennen und dass es eben einfach wert ist, für diese Tiere zu kämpfen, sich dahinter zu stellen und besonders Elefanten auch einfach zu schützen. Also ein tolles Buch und mit weniger Wiederholungen wäre es wahrscheinlich tatsächlich ein Highlight geworden, aber nichtsdestotrotz eine tolle Geschichte und schön, dass sie die Geschichte sozusagen ihres Mannes weitererzählt, weiterführt und jetzt bin ich natürlich noch sehr gespannt auf das Nashorn und bin hier wirklich super neugierig, ja, was uns da noch ein bisschen erzählt wird. Jetzt gucke ich gerade, ob ich noch ein schönes Elefantenbild finde. Ah ja, das hier oben ist doch ganz schön. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig gelungen. Tolles Buch und wer vielleicht auch den Elefantenflüsterer schon kennt, der wird mit dieser Fortsetzung auf jeden Fall auch seinen Spaß haben. Der Hörgenuss wurde abgedreht und hier geht es mit 4 weiteren Büchern weiter, die ich jetzt bis Mitte Januar noch gelesen habe. Und zwar das 7. Buch ist Der Fußgänger von Wigald Boning. Das ist jetzt mein 3. Hörbuch, was ich von ihm gehört habe, was bereits im Oktober 2022 erschienen ist. Ich habe ja jetzt das Wiegald geht baden
gehört, was ich richtig gut fand. Und ich fand auch Lauf Wiegald Wald. Lauf Wiegald Lauf. Richtig, richtig gut. Und so war ich natürlich sehr gespannt, was er uns im Fußgänger erzählt. Und ja, er erzählt hier wirklich darüber, wie er zum Wandern gekommen ist, wie er zum Spazierengang gegangen ist, wie wichtig es tatsächlich eigentlich für den Menschen ist, zu gehen und ja, hier wirklich in Bewegung zu sein und wie lebensnotwendig es tatsächlich auch eigentlich ist, weil der Körper des Menschen ist ja genau für das Gehen gemacht. Und das fand ich tatsächlich sehr spannende Einblicke. Er spricht das Hörbuch auch wieder selbst, was dem Ganzen natürlich sehr viel Authentizität gibt und ich ihm auch super gerne lausche. Wiegald Boning unterscheidet in diesem Buch so ein bisschen zwischen Arbeitswegen, die man gehen muss, den schnellen Schrittes, wenn man auch mal bummelt, oder eben tatsächlich den Wandern, das Wandern im Gebirge oder Ähnlichem. Wir laufen mit ihm durch sehr viele Wälder, Gebirge, ganz unterschiedliche Wege. Wir laufen mit ihm mit, wenn er zu seiner Arbeit läuft, wenn er wieder nach Hause läuft, was ihm unterwegs eben irgendwie passiert. Und so erfahren wir natürlich nicht nur Berufliches, wenn er eben gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, sondern auch vieles Privates, wenn er auch mit seinen Kindern unterwegs ist, wenn er dann durchaus eben auch mal im Gebirge unterwegs ist. Und das finde ich tatsächlich richtig gut. Was natürlich tatsächlich so ein Weilchen bei ihm gebraucht hat, ist natürlich auch diese Überwindung zum Laufen. Und ich glaube, Wiegald Boning ist schon jemand, der sehr motiviert ist, was Neues, was anderes zu machen. Und wenn er sagt, ich laufe jetzt, dann läuft er jetzt. Und auch ich bin ja seit gut 5 Jahren, also durchaus ein bisschen vor der Corona-Zeit, zum Spaziergänger geworden. Also gerade wie wir hier so ein bisschen stadtferner gezogen sind, also eher an den Stadtrand, das ist das richtige Wort, habe ich hier wirklich in der Umgebung das Spazierengehen für mich entdeckt. Auch das Wandern im Gebirge. Wir haben hier in der Nähe einige Mittelgebirge und ich konnte seine Gedanken, seine Motivation und dieses, dass man irgendwann einfach nur geht, ohne drüber nachzudenken, das konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, dass sehr viele seiner Gedanken, wenn er dann so ins Private geht, tatsächlich sehr tiefgründig sind und er sich wirklich Gedanken über die Welt macht, die Menschen macht, sein eigenes Leben macht und ja, wie das alles irgendwie im Einklang zu bringen ist. Und so hat mich auch dieses Hörbuch wieder sehr gut unterhalten. Es hat mir richtig gut gefallen und es hat mich an vielen Stellen auch einfach beschwingt und schmunzeln so ein bisschen durch den Alltag begleitet, was ich finde nie verkehrt ist. Und ich einfach absolut, ja, seine Message sozusagen unterschreibe, dass Spazierengehen eben einfach Spaß macht. Und ich weiß, viele brauchen da so ein bisschen eine Begründung oder eine Motivation. Und bei mir ist es halt oft so, ich gehe jetzt los, weil ich halt jetzt einfach losgehe. Es gibt da gar nicht mehr so viel. Und klar, mit Hund, jetzt ist seit 1,5 Jahren ja unser Weasley hier, hat man natürlich nochmal eine ganz andere Motivation. Aber ich glaube, es ist auch schon oft so, dass ich meinen Hund nehme, weil ich Lust habe, nicht unbedingt, weil er es jetzt anzeigt, er hätte jetzt gerade Lust. Und ich glaube, ich auch als Mensch oder auch so ein bisschen je, mit wem ich laufe, dass wir oft motivierter sind, weiterzugehen als zum Beispiel unser Hund. Und natürlich muss man da immer ein bisschen Rücksicht nehmen. Ne? Ich kann jetzt hier keinen Marathon mit meinem Hund laufen, aber oftmals denke ich, ja, eigentlich hätte er jetzt wahrscheinlich Lust zum Umdrehen. Aber wir müssen da noch gar dahin und ich will das da hinten noch gar sehen. Und ich fand das sehr schön, wie meine Gedanken so in Worte gefasst wurden von Wiegald Boning, was das Laufen, Wandern, Spazierengehen angeht. Und das finde ich halt auch so schön, weil er das sehr kurzweilig erzählt, weil er viele Anekdoten des Lebens so mit einbringt, wem er trifft, wie Begegnungen sind, was er denkt, was er sagt. Und er spricht auch einfach sehr viele Themen an. Er übt auch sehr gute Kritik an der Gesellschaft und auch was so ein bisschen diese Kommerzialisierung des Wanderns angeht, also von den Markenturnschuhen, über der eine Rucksack muss es sein. Und ach, das konnte ich so mitfühlen, weil ich mir oft so schäbig vorkomme, wenn ich einfach in meinen Turnschuhen, sag ich mal, und so einem kleinen Rucksack loslaufe und denke so, jetzt hier auf den Gipfel und um dich rum sind wirklich nur Menschen, die schick ist, aussehen und man sich denkt, der Rucksack war wahrscheinlich teurer als alles, was ich hier irgendwie anhabe und dass man sich davon halt nicht stören lassen darf, weil darum geht es eben nicht und das anschaulicht er wirklich sehr, sehr, sehr gut und ich fand eben auch die Mischung richtig gut aus Erlebnissen, wie er sie gewählt hat, was er erzählt hat und was er auch alles so von sich preisgab, fand ich richtig gut und ich fand es auch spannend, wenn er immer mal so in das Fachwissen reingegangen ist. Man erkennt halt hier wirklich sehr schnell, mit wie vielen Dingen er sich beschäftigt und dass er sehr gut immer so in die Materie einsteigt und auch tiefer geht
und er dann eben auch bereit ist, das Wissen weiterzugeben. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Hörbuch. Gibt es natürlich auch zu lesen, aber ich fand es als Hörbuch wirklich sehr gelungen und ich mag es, wie Wiegald Boning mir was vorliest. Und ich bin gespannt, was nach Wandern, Laufen und Schwimmen als nächstes kommt. Mal gucken, vielleicht nimmt er sich irgendwie ein Kanu und schippert mal von Nord nach Süd. Oder gibt es einen Fluss, der von Nord nach Süd fährt? Vermutlich. Oh, Geografie, Note 6, Steffi setzt sich und macht weiter mit dem nächsten Buch. Und das nächste Buch ist dann ein englisches Buch, beziehungsweise ein englischer Manga, Comic, wie auch immer, wie wir das nennen wollen. Und zwar The Tea Dragon Society. Das ist der erste Teil einer Reihe von Katie O'Neill. Und das war für mich wirklich ein absolutes Highlight, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein englisches Buch. Ich möchte in diesem Jahr unbedingt zumindest meinen englischen Sub reduzieren. Ich habe, glaube ich, 6, 7 Bücher auf dem Sub. Dementsprechend würde ich gerne jeden Monat so ein bisschen ein Büchlein lesen. Und ich habe das vor bestimmt schon 2 Jahren, ja, bei Ruth gesehen, die davon auch geschwärmt hat. Und ich als alter Drachenfan war davon sofort angefixt und ich liebe auch Tee. Und was passt da besser, als dass wir Teedrachen hier erzählt bekommen? Ich glaube, die Reihe oder das Buch gibt es aktuell wirklich nur im Englischen. Ich kann aber schon so viel sagen, dass das Englisch wirklich sehr angenehm, sehr leicht war und durch die Bilder natürlich vieles auch klarer wurde. Also da auf jeden Fall eine Empfehlung. E-Books kann man, soweit ich gesehen habe, bei Kindle Unlimited auch inklusiv sozusagen in der Flatrate mitlesen. Empfohlen werden die Bücher, ich glaube, zwischen 9 und 10. Und ich glaube, dass das auch wirklich eine gute, alte Empfehlung war. Es gibt das Buch aber natürlich auch gebraucht als Taschenbuch. Und ich denke mal, ich werde Band 2 mir dann irgendwie wo holen, wenn Thalia mal wieder eine Aktion mit den englischen Büchern hat. Wir lernen in der Geschichte Greta kennen, die auf dem Marktplatz einen verlorenen Teedrachen findet. Und ja, diesen dann auch an den Teeladenbesitzer Hesikiel bringt. So erfährt sie dann eben auch die Geschichte rund um die Teedrachen und lernt auch Eric kennen, der ihr viel über die Pflege dieser wunderbaren Wesen erzählt. Eigentlich lernt sie von und bei ihrer Mutter die Schmiedekunst, was ihr aber nicht so richtig Spaß macht und Freude bringt und auch nicht so leicht geht, wie es zum Beispiel bei ihrer Mama der Fall ist. Und so sagt ihre Mama eben dann auch, okay, dann beschäftige dich doch mal mit Tee und den Teedrachen. Sie freundet sich dann unter anderem eben auch noch mit Minette an und man sieht hier sowohl Greta als auch Minette, die etwas schüchtern ist, auch eher so ein bisschen am Rand steht und ja, nicht so ganz aus sich heraus kann und beide bereichert nun eben die Teedrachenpflege ihr Leben und ja, so freundschaftlich und natürlich dann eben auch der Umgang mit den Teedrachen. Es war für mich ein wunderschöner Comic, der eine ganz tolle Geschichte erzählt hat. Dazu gab es zauberhafte Bilder und ich fand das richtig schön und ich möchte auch unbedingt einen kleinen Teedrachen haben. Ja, super, super süß. Ich bin wahnsinnig schnell in den Bann gezogen worden, habe das auch so in einem Haps. Es ist jetzt auch wirklich nicht dick für ein Buch, ich glaube 60 Seiten. Und dann kommen noch so ein paar Teedrachen-Vorstellungsseiten, die ich auch ganz toll fand. Und ich bin da wirklich so in einem Haps durchgekommen und ich fand schön. Ich fand die Bilder schön. Da habe ich auch manchmal wirklich verweilt und angeschaut und Details wahrgenommen. Und es ist auch so detailverliebt gezeichnet und so schön. Und es ist farbenfroh und lebendig. Und ich konnte mir das einfach so vorstellen, wie diese beiden Mädchen zu diesen Teedrachen kommen, zueinander finden und sich da so eine ganz tolle Freundschaft dann eben auch mit Ezekiel und ja, der ihr natürlich, die er ihnen dann auch viel erzählt und Eric erzählt ebenfalls viel zu den Teedrachen. Das fand ich einfach richtig, richtig schön. Es ist eine Story, die nicht nur Kinder begeistern und unterhalten wird, sondern wirklich viel über Freundschaft erzählt. Und wir erfahren natürlich auch einiges über die Welt, die hier ist und die dahinterliegende Folklore. Und auch das fand ich richtig, richtig spannend. Die Charaktere sind allesamt sehr kreativ und auch einmalig. Sie bleiben lange im Gedächtnis und ich fand sie auch allesamt super sympathisch. Und ich fand sie toll gezeichnet, ich mochte die Entwicklungen und das auf so wenigen Seiten fand ich richtig gut. Ich möchte die Geschichte auf jeden Fall weiterverfolgen und ja, werde jetzt eben die Augen offen halten für den zweiten Teil. Und ich weiß gar nicht, ob hier hinten, ach, da gibt es ein Tea Dragon Festival.
Ah, und dann gibt es hier noch, was haben wir noch hier hinten stehen? The Tea Dragon Society Card Game. Na gut, also ein Kartenspiel brauche ich wahrscheinlich nicht. Ich weiß jetzt aber gar nicht, was das Tea Dragon Festival ist. Müsste man sich mal anschauen. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Teile in dieser Reihe und kann den Comic wirklich sehr, sehr empfehlen. Tolle Bilder, tolle Geschichte, wunderbar geschrieben und wirklich ein sehr angenehmes Englisch, mit dem man sehr gut auch zurechtkommen kann. Weiter ging es dann, ja, wir bleiben bei Tieren und zwar geht es nun um Pinguine, unverfrorene Freunde von Clemens Pütz. Ein Buch, das schon ein ganzes Weilchen, ich glaube seit 22 bei mir auf dem Sub liegt und ich bin ja ein großer Fan von Tierbüchern, auch wenn es wirklich sachlich um diese Bü Tiere geht. Und das war jetzt noch eins dieser Winterbücher sozusagen auf meinem Wintersub und ich bin froh, es jetzt sozusagen auch gelesen zu haben. Ja, Clemens Pütz ist ein promovierter Meeresbiologe, der seit über 30 Jahren Pinguine und deren Leben studiert. Er erwarb 2004 einige Inseln auf den Falklandinseln, also so mehrere Unterinseln, die eben der Lebensraum von den Pinguinen ist, um diese dann eben auch zu schützen und den Lebensraum zu erhalten. Wir haben hier ein Sachbuch mit wahnsinnig vielen interessanten Infos, spannenden Erfahrungen. Das Leben rund um die Pinguine wird wirklich beleuchtet. Natürlich sind einige Dinge dabei, die man vielleicht schon weiß, aber es waren auch viele Dinge dabei, die mir im Detail gar nicht so klar waren. Zusammenhänge wurden toll erklärt. Besonders spannend fand ich dann eben zum Beispiel auch die Info, dass die Pinguine zusammen mit den Walen aktuell mit dem Menschen konkurrieren, in Bezug auf den Grill. Also mir war gar nicht so klar, dass wir Menschen so hinter dem Meeresgrill her sind. Da kann man auch mal durchaus danach googeln, da ist man verwundert, wozu wir Menschen immer wieder oder was wir Menschen immer wieder kommen. Und ja, dass der Grill natürlich ja mehr oder weniger auch einfach in den Lebensraum der Pinguine, der Fische, der Wale gehört und das natürlich schlecht ist, wenn der Mensch sich da auch schon wieder einmischt. Ja, es ist manchmal nicht einfach. Ja, und das fand ich tatsächlich super spannend und habe da auch im Nachgang noch so ein bisschen mit recherchiert. Es gibt sehr viele spannende Infos über das Leben der Pinguine, über den Alltag, auch mit den Pinguinen. Wenn er uns eben wirklich erzählt, was er in den 30 Jahren erlebt hat, natürlich auch um die Natur, um all die Gebiete, die schützenswert sind. Und er erzählt uns das sehr leicht und sehr unterhaltsam und trotzdem mit dem nötigen Ernst an den richtigen Stellen. Und ich finde schon, dass diese Tiere einfach schützenswert sind. Und es wird uns hier eben auch erklärt, warum Pinguine so wichtig auch für ja, diese Welt sind, für ihr Territorium sind. Und das fand ich tatsächlich super spannend. Und wie er auch diese Infos weitergibt, diese Gefahren, die herrschen, die. Ja, ich meine, wir kennen die Gefahren ja alle für diesen Lebensraum, egal ob es die Überfischung ist, die Klimaerwärmung, ob es Ölverschmutzungen sind. Ich meine, wer kann sich nicht an Ölunglücke erinnern, wo wirklich Pinguine mit Öl überschmiert waren? Also ich fand das als Kind, gefühlt noch schlimmer als heute. Ja, der Mensch gewöhnt sich durchaus an sowas. Ich weiß nicht, sowas sieht man tatsächlich auch relativ selten. Wahrscheinlich, weil man uns das gar nicht mehr zeigt. Aber das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es gibt so viele Gefahren und natürlich wird uns auch so ein bisschen erzählt, wie wir helfen können, was wichtig wäre, um diese Art zu schützen, um den Lebensraum zu schützen. Und es war in keinster Weise langweilig, es war sehr unterhaltsam und eben auch einfach wahnsinnig informativ. An mancher Stelle vielleicht die ein oder andere Wiederholung zu viel. Aber ja, ich denke, das liegt auch einfach daran, dass das Pinguin jetzt nicht ganz was Neues für mich sind, aber nichtsdestotrotz dennoch eine Empfehlung, auch mit wunderbaren Bildern, ja, wo man wirklich, ja, das ist so eine Landkarte, wo man einfach mal verschiedene Pinguinarten auch irgendwo sehen kann. Das fand ich tatsächlich auch ganz süß. Also schon richtig schön. Also wer sich gerne mal mit Pinguinen beschäftigen möchte, mit den Gefahren und mit den schönen Seiten des Pinguinlebens, der macht mit dem Buch auf jeden Fall nichts falsch. Kommen wir zu dem Buch, das auch der Hörgenuss des Januars war. Ich packe euch hier mal das Video zum Hörgenuss auch unten in die Infobox, weil allzu viel werde ich über Rippers Daughters von Markus Heitz hier jetzt gar nicht im Büchermonat sprechen. Es ist der Auftakt einer Trilogie. Aktuell gibt es nur den ersten Band, ist im September letzten Jahres erschienen und der Untertitel ist Stimmen der Vergangenheit. Es gibt diverse Sprecher und auch einen Haupterzähler und es ist eine Audible-Produktion, die dieses Hörspiel wirklich atmosphärisch macht.
richtig, richtig toll, wie wir Dialoge haben, Gedanken haben, wie wir das Zusammenspiel der Stimmen haben und der Geräusche, die ganzen Hintergrundgeräusche, richtig schön. Das ist als Hörspiel wirklich mehr als gelungen. Ja, es geht in diesem Buch um die Nachfahren von Jack the Ripper, vor allem Frauen. Wir haben hier Ella, die herausfindet, dass sie eine Nachfahrin von Jack the Ripper ist, der eben 1888 so viele Frauen in London umgebracht hat. Und sie muss jetzt im Grunde lernen, mit ihren Fähigkeiten, den übersinnlichen Fähigkeiten umzugehen, die eben allen Nachfahrenen von Jack the Ripper gegeben sind. Eben wirklich nur die weibliche Linie. Und wir erfahren eben auch, dass es vielleicht Gründe gab, weswegen Jack the Ripper diese Frauen umgebracht hat und dass wir auf eine Katastrophe zusteuern und das jetzt eben mit Ella und anderen sozusagen irgendwie aufgehalten werden soll. Es war für mich wirklich ein Highlight. Es war spannend, atmosphärisch, packend, die passende Spur, Brutalität. Es war erzählerisch wirklich großartig von Markus Heitz gemacht. Man, diese Geschichte lebt ja von Dialogen, von dem Erzähler, von der bildlichen Vorstellung, was uns diese Charaktere erzählen können. Ich fand es einfach perfekt. Ja, es gab vielleicht so das ein oder andere, was vorhersehbar war, aber das war wirklich so ein minimaler Abzug, den ich irgendwie geben würde, aber für mich wirklich ein Highlight im Thema Hörspiel und auch diese Idee mit diesem Übersinnlichen und Jack the Ripper, dass es da vielleicht auch was Magisches gibt und ich fand die Idee wirklich, es ist kreativ, es ist richtig toll gemacht und ich fand vor allem auch so ein bisschen dieser Rückblick in die viktorianische Zeit von Jack the Ripper, das fand ich einfach perfekt. Markus Heitz hat wunderbarst recherchiert. Vieles darüber, was so wirklich historisch echt ist, ist mir natürlich bekannt, weil Jack the Ripper durchaus ein True-Crime-Fall ist, so gefühlt der einzige, dem ich auch gerne mal so ein bisschen was nachlese, nachschaue, wo ich immer wieder spannend finde, was es da für Ideen gibt, egal ob in der Filmkunst oder natürlich in Dokumentationen und Büchern, ist ja Jack the Ripper immer mal wieder ein Thema. Und dementsprechend kommt mir natürlich das ein oder andere durchaus bekannt vor, aber es war wirklich toll. Also wer sowas gerne hört, also es ist ein Hörspiel, wer sowas gerne hört und danach was Tollem sucht, ist hier absolut richtig. Ich finde die Produktion wirklich wahnsinnig gut, es war atmosphärisch wirklich packend. Ich hatte wirklich so eine innere Anspannung, die nur wenige Male gelöst wurde, wo man wirklich hingehört hat, konzentriert war und wirklich wissen wollte, was jetzt weitergeht. Und es ist natürlich sehr gemein, dass es eine Trilogie ist. Man kann sich vorstellen, dass nicht alles aufgeklärt wurde und dass man jetzt wieder wartet. Aber hier freue ich mich so auf Band 2 und bin dann auch mega gespannt, wie es in dieser Geschichte weitergeht und kann dieses Hörspiel mehr als empfehlen. Wenn ihr da eine ausführliche Review wollt, schaut gerne mal in die Infobox. Da verlinke ich euch sowohl das Hörbuch bei Audible als natürlich auch meinen Hörgenuss. Schaut da gerne mal vorbei. Und das waren sie jetzt, die ersten 10 Bücher und ich hoffe, euch hat ein bisschen der Rückblick Spaß gemacht mit den Büchern, die ich gelesen, gehört habe und vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Buch auch schon auf dem Schirm, auf der Wunschliste, auf dem Sub oder gar gelesen, dann lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, hoffe ihr seid beim zweiten Teil nächste Woche mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.